Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid bei Torchlight 3 und bei meiner Reise dadurch. Ich habe noch einen Fertigkeitspunkt, den wollte ich gerade nochmal verteilen. Übrigens habe ich schon 3 auf Schattensperre und Schattenschritt bei Erlöser und Flammenmantel. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt hatte. Energielieferant auch. Wobei es bei dem egal ist. Der hat keine Ränge, also das ist egal, wie viele Punkte ich drauf habe. Bei allen aktiven Fähigkeiten, also zum Beispiel der Flammenmantel oder Erlöser oder sowas, ist ja in Dreier-Schritten. Das heißt, bei 3, 6 und 9 Punkten gibt es jeweils einen Rang, der dann nochmal einen Bonus bringt. Ah ne, Moment. Bei 3, 6 und 10 ist das. Genau. Und hier bei Trümmerschlag, das sind die Schwerter, die vom Himmel fallen, habe ich jetzt schon 2. Das heißt, es ist jetzt nochmal den dritten rein und da habe ich jetzt den ersten Rang. Das heißt, Chance von 5% bei einem Treffer, ein Schwert auf einen Gegner fallen zu lassen. Mit einer Abklingzeit von 4 Sekunden. Und dann geht es weiter zum Kristalldurchgang. Die letzte Folge war eigentlich ganz cool. Ich musste nicht erst in irgendeine Höhle oder sowas. Ich konnte einfach durchlaufen und waren so viele Elite, Unique und so weiter dabei. Bosse auch. War eine ganz coole Folge. So, ich brauche junger Stürmer Exoskelett. Okay. Und reine Hyvit Panzerkristallfragmente. Das heißt von diesem hier. Und wenn ein steile Motor in die Leere kommt, dann nehme ich das auch noch mit. Da kam gerade das Schwert oder ein Schwert. War jetzt zwar nicht mehr notwendig. Am Anfang des Kampfes ist das sehr viel besser, besonders bei starken Gegnern. Das macht ja eine ganze Menge Schaden. Wie viel brauche ich davon noch? Noch 4 Stück. Okay. Genau, Hyvit und sowas habe ich auch schon alles wieder ausgegeben im Lager. Also an den am Glykomat gibt man die Gizmo-Automatenmünzen aus und Hyvit ist ja bei der Pflanze. Beim Automaten habe ich sogar eine neue Stufe, das heißt jetzt ein bisschen mehr Goldfund, 1%. Ich meine, Gold war bisher absolut nicht wichtig. Okay, Rivalität unter Schwestern. Ganz normal. Aber bei so einer Mutter artet das dann natürlich irgendwann aus. Mittlerweile hassen die sich. Das letzte Exoskelett. Den Klebstoff nehme ich auch noch mit. Und hier gibt es hoffentlich das letzte Fragment. Dann habe ich die optionale Quest auch fertig. Ich hätte gerne nochmal eine genaue Anzeige, also
Punkt genau oder so eine Zahl eben für die Leben der Gegner. Ich habe eben schon gesehen, ich habe einen Treffer von 5000 mal gehabt, über 5000 Schaden. Und da kommen ab und zu immer noch mal solche Schadenszahlen, so höhere. Aber es bringt mir halt nichts, wenn ich nicht weiß, wie viel Leben die Gegner haben. Schwerter? Hallo? Bis ich drüben bin, habe ich sowieso wieder genug Punkte dafür. Genau zu sein, jetzt auch schon. Kann ich auch diesen Kampf ein bisschen beschleunigen. Beim letzten Mal so viel Ruhm gesammelt, dass schon wieder eine Ruhmstufe ansteht. Und nochmal 500 Gold. Da fällt mir ein, ich habe vorhin auch mal ein bisschen was ausgegeben bei dieser Glücksspielerin. Nur grüner und grauer Müll. Also hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich habe einmal das Inventar voll gemacht. Mit Handschuhen. Aber meine sind halt auch ziemlich gut, muss man sagen. Ich habe ja die mit Chance auf Ausweichen und Angriffstempo. Deswegen ist das Level, was ich da drauf habe, auch ziemlich egal. Weil das eben prozentual ist. Was habe ich denn hier? Okay. Immerhin mehr Giftverteidigung. Nehme ich die. Dann gehen wir nochmal hier runter und schauen. Ah, da unten ist auch schon die optionale, wie es aussieht. Alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Hätten den Level, wo ich nur Thronen und Dinge zum Öffnen dabei oder zum Gerutschlagen dabei drin wären und nur ein paar Schreine und sowas, ich wäre trotzdem glücklich, glaube ich. Mir macht Spaß, alles zu öffnen und Gold rauszubekommen. Auch wenn ich es halt nicht brauche. Achso, ja, klar. Und Felsen, Bäume und Metall. Das auch noch. Okay. Also die Schwerter, die da runterkommen, kommen deutlich schneller als 4 Sekunden. Das heißt, die Abklingzeit ist wohl pro Gegner. Also auf jedem einzelnen Gegner kann das nur alle 4 Sekunden kommen. Steht das dabei? Nee. Also nicht so explizit. Ich habe das jetzt so gelesen, dass man nur alle 4 Sekunden ein Schwert fallen lassen kann, aber das ist pro Gegner alle 4 Sekunden.
almost finished. Oh, okay. That spell cannot be cast. Ah, 26er. So stark wie der 24er Legendäre. Die können weg. Und der dann auch. So. Was habe ich eingesammelt? Flüssiger Mut. Verwendet diesen Gegenstand, um eine Minute lang 50% eurer Basisverteidigung zu eurer Gesamtverteidigung hinzuzufügen. Ihr seid vielleicht nicht unbesiegbar, aber irgendwie fühlt ihr euch etwas tapferer. Okay. You can't use that skill. Ich kann hier gar nichts machen gerade. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich... Ah ne, okay, ja. Kronk. Once again, Mother was right. The Hivens seem to be mesmerized by the corrupted ember. It's like they want to protect it. Like it's safe. Muss ich halt so aufpassen, er stürmt immer an. Böser Käfer. My pet charger bug I've taken to calling Kronk should work as a guard dog to protect the heart of the corrupted ember. Irgendwie hat der Sound schon wieder Probleme. Keine Ahnung, was das soll. Ich überlege gerade. Ja, doch. Zwischendrin war ein kleines Update. Seitdem hatte ich nicht mehr gespielt. Und damit habe ich jetzt auch irgendwie dieses Soundproblem. Also der fehlt ja einfach komplett. Total seltsam. You can't do that. Doch, kann ich. Los. Ja, der Boss hat halt einfach keinen Sound. Und irgendwie auch sonst nichts mehr. Na, jetzt ist er komplett weg. Ja, was ist hier los? Hallo? So, da haben wir den Käfer, dessen Horn mit diesem Zeug eingeschmiert ist. Damit kommen wir dann auch weiter. Oha. Das war 500 Gold, ja. Moment. Schneckostab. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen. Weil als ich den aufgehoben habe, stand da schon wieder. Ich hätte was bekommen. Okay, Brummers Höhlenbrecher, ja. Aber hier stand ja gerade Affix unlocked. Stimmt ja gar nicht. Butterblumenkatze. Und sie heißt Kirby. Geil. Du kommst mit. Dich nehme ich mit. König Schiefzahn. Da, One Affix unlocked. Das ist jetzt auch korrekt. So, das bekommt wieder der Begleiter. Er hat noch ein bisschen Platz, okay. Weihe vergiftet nahe Gegner und verursacht 125% Waffenschaden pro Sekunde. Das ist geil. Also, okay, das ist ein, ah ja, ein Fokus. Hat man dann statt dem Schild. Den Schild nehme ich jetzt natürlich, behalte ich erstmal, der betäubt ja die Gegner eine Sekunde und fügt auch Waffenschaden zu. Aber wenn ich Weihe später mal spielen sollte, dann brauche ich auf jeden Fall diesen Fokus, weil Weihe normalerweise, glaube ich, keinen Schaden verursacht. Naja, ich sag mal, es verstärkt mich nur. Ja, also dieses nur, natürlich jetzt in Anführungszeichen. Aber wenn es dann zusätzlich noch Schaden verursacht, ist das ziemlich geil. So, der letzte Durchgang.
Was haben wir denn hier? Star Trek Pax 4. Okay. Trainingspuppe. Nicht für euch. Okay. So, dann packe ich dich da mal rein. Dich auch. Hier, Schneckostäbe müsste ich dann mal aussortieren. 288 Schaden. Okay. Den anderen Hammer habe ich auch schon in den Baum gepackt. Bringt auch einen guten Schub. Allerdings brauche ich mittlerweile so viele Punkte, dass das gar nicht mehr... Dafür haben wir das Horn benutzt, um das hier wegzubekommen. Dass das gar nicht mehr so viel ausmacht wie vorher. Und mit den grünen und weißen oder grauen Gegenständen und den blauen erst recht nicht mehr. Also sieht man kaum noch einen Fortschritt. Theoretisch kann ich alles grüne und graue verkaufen. Aber Geld bringt mir halt auch nichts. Also, naja. Okay. Ja, scheinbar fehlen jetzt Sounds. Keine Ahnung, irgendwie kann natürlich sein, weil ich an die Geschichte da rangegangen bin. Boah. Das ist super nervig. Nehmen das mal mit. Wir probieren es mal zu fixen, indem wir uns teleportieren nochmal. Ich meine, ich habe ja gerade das Gebiet gewechselt und es hat trotzdem nicht mehr funktioniert. Aber manchmal muss man bestimmte Aktionen in Spielen ausführen, um solche Bugs dann zu wieder ja, zum Normalzustand zu bringen. Irgendetwas, irgendein Auslöser hat das. Und das kann man halt auch rückgängig machen. Oftmals. Kommt halt drauf an, ob es jetzt geht. Okay, diese Sounds haben wir schon mal. So, ging halt kaum vorwärts. Aber immerhin haben wir schon auf Stufe 4. Da oder habe ich nichts mehr. Okay. Ja, hier muss ich irgendwann mal aufräumen bei dem Vor. Aber eigentlich, diese Ecken so sind okay. Die hier kann man ein bisschen aufräumen, das für, als Pet-Ecke ausrüsten. Aber so ein kleiner Garten und sowas ist eigentlich ganz cool. Und dass hier Bäume stehen. Ich meine, ich habe hier jetzt nicht gerade Truppen rumstehen, irgendwie, die da Platz bräuchten. Das ist ja nur mein Vor. Und mir gefällt das. Ne. Hört sich nicht gut an. Da ist wieder ein bisschen was. Das ist echt super doof. Dann werde ich nach der Folge einfach mal das Spiel neu starten müssen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es das dann wieder richten wird. Und bis dahin müsst ihr meiner lieblichen Stimme lauschen. Naja. Müsst ihr nicht. Ihr könnt natürlich auch ganz stumm schalten. An Sounds verpasst ihr sonst sowieso nichts. Baum da noch mitnehmen. Das mache ich alles nur, um diesen Baum zu fällen. Meine Kiste. Los. Alles mitnehmen.
Die hier auch noch. Diese Mini-Gegner. Warum denn nicht? Warum darf ich das denn nicht tun? Regeneriert er sich? Der bekommt ab und zu so einen kleinen Regenerationsschub, habe ich das Gefühl. Ja. Das Leben geht teilweise ein bisschen hoch. Beziehungsweise es stockt so. Das heißt, manchmal hebt das den Schaden auf. Keine Ahnung, das sind... Hat jetzt auch nichts gebracht. Ich schätze mal, das war einfach, weil ich die Geschichte angemacht habe, als ich in den Kampf gegangen bin. Oder kurz davor. Stimmt ja auch nicht. Ich hatte das davor ja auch schon mal. Hatte ich da auch Geschichte angeklickt? Müsste ich im letzten Video nochmal schauen. Das würde dann zumindest erklären, wo der Fehler herkommt. So, noch eine Auftragsstufe. Du darfst erstmal wieder haben. Das schaue ich mir gar nicht an. Das hier schon. Die Hose ist nicht schlecht. Was ist eine Hose? Oh. Energy Spike und längere Dauer von Vergiften ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die hier, die ist sehr viel besser. Viel Verteidigung, viel Giftverteidigung und dann zusätzlich noch Leben. Das ist eine gute Aufwertung. Das Metall noch und dann hier runter. Machen wir es richtig. Räuchern wir die Käfer überall aus. Unten, oben. Ja, Tische auch noch. So. Und da geht's wieder hoch. Dann erstmal zum Wegpunkt. Ich schaue gerade mal. Das sieht so nach einer Stelle aus, irgendwie, wo ein Boss sein könnte. Ein Boss ist nicht, aber. Immerhin. Elite. Und mit Ruhe. Na, kommt schon. Und dann ist es noch eine Fake-Truhe. Ich habe schon gedacht, jetzt könnte ich kommt die Belohnung, weil ich die besiegt habe. Irgendwas hier? Hallo? Und hier vielleicht? Ja. Okay. You can't do that. Doch, geht schon. Das ist so merkwürdig. Merkwürdig. Merkwürdig wäre, wenn ich den Fehler finde, also
wenn ich wüsste, wie ich den Fehler aufheben könnte. Das ist einfach nur seltsam so. Legendary umgehauen. Nehme ich mir den Felsen noch mit und dann geht's wieder runter. Ja. Habe ich jetzt einfach mal eingesetzt. Ich meine, hätte ich vielleicht bei den Legendary oder den Unix oder was auch immer einsetzen sollen. Ne, Moment, das waren eben Elite. Unix kommt ja auch alleine. Aber was soll's. Hau es hier raus. Das auch noch mitnehmen. Lädt sich ja gleich wieder auf. Flammenmantel kann ich ja schon wieder einsetzen. Ja, das wird eine etwas soundärmere Folge. Dafür gibt es ein bisschen Monsterjagd. Das war ja eigentlich auch hauptsächlich in der letzten Folge zu sehen. Aber dann kann ich ein paar Ruhmlevel machen. Ich konnte gerade nicht mehr angreifen. Eine Frechheit. Wieder. Ich wurde geblitzdingst. Ich wusste nicht mehr, wie ich zuschlage. Ja. Weg mit euch, weg mit euch. Dann erstmal zum Eingang darüber. Verdorbene Ader. Ein Riesenschwert auf diese kleine Larve. Oh nein, eine Falle. Mit einem Käfer. Ich würde sagen, ich gehe hier erstmal nicht weiter. Wir können nochmal kurz reinschauen, was ich vielleicht weiterleveln könnte. Also, gesagt hatte ich ja Weihe eventuell nochmal mitnehmen zumindest. Dann könnte ich ja mich halt verstärken, da ich ja sowieso ziemlich oft rumstehe, wenn der Gegner nicht gerade rumteleportiert. Das kostet 5 Mana. Eine andere Sache wäre, ich würde gerne den Flammenmantel weiter ausbauen. Oder Trümmerschlag. Magmastoß und Feuersturm, die setze ich erstmal ganz nach hinten. Energielieferant ist wichtig. Weil ich dadurch eben schneller wieder die Energie zusammenbekomme. Und dann könnte man hier noch schauen, Verdammnis. Dann kann ich, also ich kann mich entweder verstärken oder die Gegner eben schwächen. Das wäre eine andere Wahl, also die dann eben, ja, nochmal in so eine Zone setzen. Am besten wäre es natürlich, ich hätte Verdammnis mit Schaden. Und hier unten auf Rang 3 sieht man ja schon, wenn man das, also wenn man da 10 Punkte reingesetzt hat, dass es zum einen nicht übersetzt ist. Und zum anderen steht da, dass es dann keinen Mana mehr kostet. Es, ja, es kostet nur 3 Mana. Aber es würde dann keinen Mana mehr kosten.
und würde die Gegner für eine Sekunde bewegungsunfähig machen. Das heißt, die müssten auch noch wirklich da drin stehen bleiben. Und 4 Sekunden danach, also sobald die rauslaufen, hält es ja auch noch 4 Sekunden weiterhin. Das heißt, wenn ich einen Gegenstand finde, der mir Schaden auf... Kann ich eigentlich direkt mal nachschauen, ne? Habe ich schon irgendwas für... Ich dachte nämlich, ich hätte schon einen Gegenstand dafür. Aber sieht nicht so aus. Okay. Na ja, gut. Aber das wäre dann auf jeden Fall eine Idee wert. Verdammnis. Wenn ich da was mit Schaden bekomme, könnte ich dann nämlich komplett auf Schattensperre verzichten. Könnte dann auch diesen Schild austauschen. Das Beste wäre natürlich, wenn ich ein verdammtes Schild oder Fokus bekäme. Ansonsten muss ich das eben über das Legendarium machen. Ja, so viel zu meinen Plänen, wonach ich mal schauen werde. Und auch wenn die Folge etwas geräuscharm war, hoffe ich, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.